Ich bin Sabine Schirrer und ich bin die Leiterin des Kulturamtes der Stadt Mannheim. Die Arts Count One war eine außergewöhnliche Ausstellung mit 60 Künstlerinnen und Künstlern aus Mannheim, der Region und darüber hinaus. Und das an Orten, die vorher für Kunst überhaupt nicht zur Verfügung standen. Arts Count One ist ein innovatives Projekt, was versucht, den Stadtraum als Kulturraum zu begreifen. Das Ganze war ja aufgebaut als ein Parcours. Ein Ausstellungsparcours, der versucht hat, Architekturen mit einzubeziehen, die sehr geschichtsträchtig sind, sodass an jedem Standort, 17 insgesamt, eine Gruppe von Künstlern zusammengeführt wurde, die im Dialog spezielle Themen deutlich gemacht haben. Es haben sich insgesamt 17 Standorte ergeben, die über eine Zeit von einem halben Jahr ausgewählt wurden. Und das Ziel war ja, dass wir einen Querschnitt über Örtlichkeiten, Räume finden, die eben gesellschaftsrelevant sind. Wir sind hier im Industriehafen direkt vor der Industriehalle. Ausgestellt waren hier unter anderem Philipp Morlock und Marcel Weber. Ich bin Marcel Weber und ich bin Maler und ich male zusammen mit Olga Weimer. Die Idee, die hinter diesen Bildern steckte, die wir da ausgestellt haben, das war ganz einfach, wir packen mal alles irgendwie auf ein Bild, wirklich Kunstgeschichte, Zeitgeschehen, alles was so subjektiv in uns drin ist, Geschichten, die wir so empfinden, das sind Bilder aus der Kunsthalle dabei, die einfließen, damals Spiegelartikel mit schönen Bildchen und so, das ist alles da drin. Und lass uns das alles auf eine Leinwand packen, allerdings keine Collage machen, sondern wirklich auch malerisch komponieren. Mal sehen, was draus wird. Und dann sind so Selbstläufer entstanden. Also ihre Geschichten, die sich immer weiter spinnen lassen. Also jede Geschichte nimmt einen Bezug zur anderen Geschichte und daraus entstehen dann ganz viele neue Geschichten. Das war die eigentliche Idee. Und das Ganze hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt, dass wir einfach nur noch malerisch komponiert haben und immer irgendwas Neues draufgepackt haben. Rolf Lauter war damals auch dabei. Und also das war die Idee, die dahinter steckte. Ich glaube, dass wir die Moderne überschreiten müssen. Wenn wir heute in eine Ausstellung gehen, dann sehen wir unheimlich viel 20. Jahrhundert. Und das wird immer wieder zitiert, ganz, ganz oft auch kopiert. Und wir haben ganz klar gesagt, wir werden nicht 20. Jahrhundert Kunst machen, sondern wir versuchen, da weiterzugehen. Was unser Pech war, dass es eine Leipziger Schule gab, eine Malerschule, und alle sagen jetzt, alles, was gegenständlich ist, das ist gleich Leipziger Schule. Die imitieren ja irgendwie die Leipziger Schule. Ist natürlich Quatsch. Das machen wir nicht. Wir haben mit den Leipzigern gar nichts zu tun. Wir versuchen, eine konzeptionelle Malerei zu machen, die allerdings trotzdem malerische Gesichtspunkte mit aufgreift, kompositorische Gesichtspunkte, Handwerk natürlich mit aufgreift. Das ist ein bisschen schwierig, weil man oft an der Oberfläche kleben bleibt und sagt, das ist ja einfach nur schöne Malerei und da gehen wir weiter. Die schöne Malerei verdeckt ein bisschen unser Konzept, verdeckt ein bisschen unsere Geschichte, aber es ist uns wichtig, wir glauben daran, dass wir mit unserer Malerei wirklich einen Weg ins 21. Jahrhundert finden. Den haben wir nämlich noch nicht gefunden. Ich bin hier geboren in Mannheim. Ich bin Monomer. Ja. Das hat sich einfach so ergeben. Wir sind vor 5 Jahren hierher gezogen, nach Mannheim. Das Atelier habe ich schon länger hier. Und das ist eigentlich sehr schön. Mit der Kunst, da wird ein bisschen wenig getan. Wir haben keine einzige vernünftige Galerie in Mannheim. Außer Rotzko vielleicht, da bin ich beteiligt. Die Kunsthalle macht auch nichts Manierliches im Moment. Kunstverein ist ein bisschen langweilig, sowohl Mannheim als auch Ludwigshafen. Also wegen der Kunst sicher nicht. Wir sind hier in der Neckarstadt West und vor uns sehen wir den Hochbunker. Hier gab es unter anderem eine Installation von Fritz Stier zu sehen. Mein Name ist Fritz Stier, ich bin Medienkünstler. Also die Arbeit, wenn man sie genau betrachtet, ist erstmal eine Szenerie einer scheinbaren Hinrichtung. Es ist aber nicht wirklich eine Hinrichtung, sondern eigentlich eine Analogie fürs Leben überhaupt. Das
Leben ist lebensgefährlich, ständig bedroht. Der Tod ist unausweichlich. Und nach Minuten kommt ja dann auch am Ende irgendwann mal ein Schuss. Im Übrigen als einziges Element in Farbe ist. Also der Moment des Todes ist aber dann so, dass er nicht Propagandisten der Arbeit Tod in sich zusammensinken lässt, sondern überraschenderweise erwachen lässt. Erwachen heißt auch auf Sanskrit Bodhi, was auch den Titel Arbeit ausmacht. Und es sind Beschäftigen mit einer anderen Möglichkeit. Es geht schon um Tod und Leben, es geht um den Punkt des Sterbens, um die Erfahrung nach dem Tod. Und in der asiatischen Religion zum Beispiel wird beschrieben, dass im Moment des Todes, also im Moment des Schusses, die Möglichkeit besteht der, sagen wir mal, landläufige Erleuchtung, des Erkennens dessen, was die Dinge überhaupt in der Welt zusammenhängt. Zeitgenössische Kunst ist, glaube ich, so ein bisschen momentan in der Krise. Ich bin ja auch schon in den 70er Jahren, im letzten Jahrhundert tätig gewesen und da hat man diese künstlerische Tätigkeit viel spielerischer angegangen. Man hat das sogenannte Pieces gemacht. Die waren gar nicht unbedingt gedacht dafür, dass Betrachter dann staunend davor stehen. Die waren einfach dazu da, dass man sie macht. Und ich glaube, dass die Kunst heute sehr stark von doch vom Markt geprägt wird. Aber eigentlich zeigt dann die Kunst was so eine Existenzfrage ist, also eine Haltung, würde ich sagen. Und die versuche ich zumindest mir zu bewahren. Wir sind hier im Jungbusch im Hafengebiet und hier stand der Kunstpavillon 2. Hier stellte Sabine Kress aus. Es war an einem Abend, da waren einige Leute da und haben alle sehr konzentriert auch bei dem Interview zugehört. Sabine Kress, Fotografin. Die ist ja da die ganze Zeit im Hintergrund sozusagen mitgelaufen ist. Es geht fast eine halbe Stunde und die Leute haben wirklich die ganze halbe Stunde zugehört, sich die Bilder angesehen und das war auch eine ganz schöne Atmosphäre da in dem Container. Also das war schon für mich ein Glücksmoment. Nee, mir ist einfach wichtig, diese Welt mal zu zeigen. Mit Respekt auch irgendwie für die Frauen, den ich habe. Und mit wenig Voyeurismus dahinter. Sondern die zeigen einfach deren Arbeitsalltag. Ich verkaufe eine Illusion zu einem sehr guten Preis. Weil es gibt ja noch mehr wie nur das Rein- und Rausspiel. Und diese Illusion verkaufe ich halt den Männern. Es gibt Männer, die wollen erniedrigt werden, es wollen ausgepeitscht werden. Und das ist halt so die haben, die dann halt bei mir ausleben können. Durch einen Zufall war das, glaube ich, als ich mal so ein paar ältere Leute gehört habe, die über die Lupinenstraße gesprochen haben und die mit Sicherheit gegen Prostitution waren. Aber die Lupinenstraße, die 19, gehört zu Mannheim. Das ist so, ja, die gehört dazu. Und das ist ja auch meine Erfahrung, die ich als Kind oder als Jugendliche gemacht habe in der Neckarstadt. Die 19 ist Teil der Neckarstadt. Und dann dachte ich mir, na, dann probier doch mal da Bilder zu machen. Das ist ein bisschen Neugierde, kommt bestimmt auch noch dazu, weil ich da natürlich noch nie war.
Und dann habe ich halt angefangen. Und das war ein langer Weg, weil ich musste bestimmt ein Jahr lang, habe ich gebraucht, bis ich überhaupt mal drin war. Und dann war das zu guter Letzt durch einen Bekannten, der gesagt hat, er kennt da eine Puffmutter, eine Bordellbetreiberin. Und die habe ich dann angerufen und die hat zuerst keine Lust gehabt, ich sag's mal so. Und irgendwann hat sie doch gesagt, na ja, dann komm halt vorbei. So. Ja, und das war dann der Beginn einer Freundschaft. Wir sind hier in den Quadraten und das ist die Ladengalerie F722. Hier stellte Sarah Peters aus. Und bei mir ist dann die Präsentation und die eigentliche Arbeit zusammengeflossen. Und da ich dann eine Ladengalerie bekommen habe, hat sich das dann so ganz gut ergeben. Ich bin Sarah Peters und ich bin Abbruch- und Demontagekünstlerin. Ich habe dem Projekt eine Ladengalerie eigentlich keinen Titel gegeben. Man hat eine Grundidee und versucht, die dann zu verwirklichen. Und während der eigentlichen Arbeit verändert sich die Idee durch viele Faktoren. Aber im Grunde geht es um den Verbrauch, um den Konsum von unserer Gesellschaft, wie wir Dinge schätzen oder nicht schätzen und was man in Dingen sehen kann. Also ich wollte studieren, Kunst studieren und wollte es so schnell wie möglich machen, aus vielen bürokratischen Gründen, und habe mich dann in Mannheim eigentlich eingeschrieben und bin dann geblieben. Wir sind hier in den Quadraten vor dem Rathaus E5. Hier stellten unter anderem Marcel Weber, Werner Degreif, Margret Eicher und der Philipp Morlock aus. Das war eigentlich fast ein Jahr vorher, wo der Rolf auf mich zugekommen ist und die Ersten erzählt hat, was er vorhat, als er seine Stelle angetreten ist. Und dann war das okay, wir haben vorher schon Sachen gemacht zusammen. Also es war klar, wenn der was machen möchte, dann hat er da auf jeden Fall meine Unterstützung. Und das war auch nicht einfach für ihn, als er hier angefangen hat. Also die ersten Male, wo wir uns getroffen haben, auch von der Bevölkerung im öffentlichen Raum, da ist er schon sehr gedisst worden. Mein Name ist Philipp Morlock, ich bin schon da. Wenn man zum Beispiel die Reiterstandbilder sieht, die gut auch in die Halle gepasst haben, die sind so entleert, also so wie Jugend heute auch Reiterstandbilder oder den öffentlichen Raum wahrnimmt. Es gibt ja diese Denkmäler, die überall in der Gegend rumstehen und wo man eigentlich, also wenn man mit den Leuten spricht, das weiß keiner mehr, wer war das, wer war der Reiter da oder wer ist das Pferd. Das spielt keine Rolle mehr und trotzdem ist so eine Energie ausgestrahlt, eine Energie aus von den Arbeiten und man verabredet sich trotzdem an diesen Statuen. Man hängt da rum, hält sich da auf und es ist trotzdem so ein belebter Raum. Und so bin ich an die Arbeit auch ran. Also ich habe die sozusagen Sinn entleert, den Sockel aufgebaut, auch den Sockel entleert, also keine Schrift reingemacht. Es sind ja oft noch so Schlachten oder kleine Reliefe enthalten in den Sockeln. Das alles entleert. Es gibt keinen Reiter, nur noch das Pferd. Und das Pferd als Jugendsymbol ist eben dieses goldene Mofa. Also es gibt eigentlich die eine Frage, geht man nach Berlin oder geht man nicht nach Berlin? Und wenn man dann entschieden hat, man geht erstmal nicht nach Berlin, dann ist es auf einmal egal, wo man hingeht. Ja, da hat mir Mannheim besser gefallen, jetzt wie direkt in Karlsruhe zu bleiben. Der Industriecharme, die Menschen, die Einfachheit. Was ich super fand, war die Idee mit seinen Paten, dass jeder Künstler einen Pate bekommt. Das hat er jetzt nicht bei allen geschafft. Die unterstützen, sei es mit Material oder mit Geld. Das fand ich eine super Idee. Mein Name ist Ruth Hütter, ich bin Künstlerin und arbeite mit den Medien Foto, Video und Installation.
kleine Videos, die im Rathaus hingen, sehr, also so kleine Bilderrahmen. Da habe ich zwei Videos gezeigt und hier auf dem Platz war ja dieser Container und da liefen Videos auch noch von mir. Ich hatte eine Arbeit mir überlegt, die hätte ich produzieren müssen. Dafür habe ich das Geld aber nicht gehabt. Deshalb habe ich Arbeiten genommen, die dann in die ausgewählten Räume passten, die der Rolf mir vorgeschlagen hat. Und ich mag einfach Mannheim und ich mag gerne hier wohnen. Und ich finde auch, es gibt tolle Künstler hier in allen unterschiedlichen Kunstrichtungen. Wenn ich mich richtig erinnere, das war ja schon letztes Jahr, wurde ich zuerst gefragt, ob ich ein Patenkind möchte. Und dann im Zuge dessen kam das mit den Transporten, weil das waren also nicht nur Transporte eben für Marcel, also mein Patenkind, sondern auch für andere Künstler. Also für mich war das ganze Konzept eben was Besonderes, dass eben viele Künstler plus diese Patenschaften, dass das auf die Beine gestellt wurde und an verschiedenen Standorten, die viele Bürger Mannheims wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hatten. Das fand ich das Interessante. Mich interessiert wirklich, was uns, was die Gesellschaft auseinanderbringt, was sie zusammenbringt, was sie kittet und was sie sprengt. Und die gesamten Funktionsstrukturen, die unser Leben bestimmen, die interessieren mich sehr. Mein Name ist Margit Eicher. Ich bin Medienkünstlerin und das Ergebnis meiner Arbeit sind Tapisserien. Ja, meine Grundthematik ist die Recherche nach prototypischen Situationen, nach Mustern, also Muster ist schon immer mein Thema gewesen, das Muster im politischen, soziologischen, psychologischen Sinn. Also was ist mustergültig, was ist repräsentativ? Also im Grunde genommen von der Struktur und Prinzip das Gleiche, was auch die höfische Tapisserie gezeigt hat, nämlich Exempel für weltanschauliche Muster. Und das suche ich in den Massenmedien. An diesem Beispiel sieht man auch sehr deutlich, wie ich die fotografische Oberfläche verändere. Also die spezifische Ästhetik des Fotos mit den Schwärzen in den Schattenbereichen und die vielen ungezeichneten Schwarzstellen und Schattentiefen, die arbeite ich durch. Bei mir gibt es also nicht diese unstrukturierten Schattenpartien wie in der Fotografie, sondern es erhält alles Zeichnung und da wird dann praktisch aus der fotografischen Struktur eine malerische. Indem ich veröffentlichte Fotografie thematisiere in meinen Arbeiten, mache ich die Aussage, dass das, was uns an öffentlichem Bildergut begegnet, eigentlich wesentlicher ist als das, was wir mit eigenen Augen in der ersten Wirklichkeit authentisch face-to-face wahrnehmen. Also ich bin sicher, dass unsere inneren Bilder und unsere Überzeugungen von Leben und Dasein weitaus mehr medial gespeist sind als unmittelbar. Julia, come on! Let's ride my song! Show me the way. I won't gonna stray. Oh yes, I'd like future really bright. I need your help to connect myself. Da habe ich im Rathaus um den Fahrstuhl im zweiten Stock habe ich eine Wandzeichnung drumherum gebaut. Also ich habe die ganze Wand mit Packpapier gefüllt und habe darauf eine Zeichnung gemacht. Und die Zeichnung zeigt eine Kreuzung mit mehreren Ampeln. Und die kippen aber alle um, die Ampeln, sodass diejenige Person, die in den Fahrstuhl hineingeht, praktisch auf die Kreuzung geht und dann sich entscheiden muss, sozusagen, in welche Richtung. It'll
started for my career. I don't want to be stuck here. Also ich fand die Idee fand ich ganz toll, dass hier sowas in Mannheim passiert. Man hat auch ganz viel Energie gespürt, dass einfach die Kindkünste sich auch bewegt haben. Es ist was passiert in Mannheim, viele Positionen zusammenkommen. Man hat so ein bisschen organisatorisch gemerkt, dass das einfach ein Riesenprojekt war und somit so vielleicht manches ein bisschen covered hat, aber vom Projekt her fand ich es eine klasse Idee. Ich bin erst seit anderthalb Jahren wieder hier und von daher war es für mich einfach interessant, zu dem Zeitpunkt zu sehen oder einen Überblick zu bekommen, was in Mannheim passiert, welche Künstler es gibt, einen Austausch zu bekommen oder einen Austausch überhaupt, dass ein Austausch stattfindet. Und glaube ich im Nachhinein, glaube ich, was jetzt alles, was also zum Beispiel auch jetzt was hinter uns ist, was resultiert, kommt glaube ich aus diesem Projekt raus. Ich fand das eigentlich unheimlich spannend. Ich fand so eine großartige Idee, mal zu zeigen, was Mannheim so als Künstler und Kunst zu bieten hat. Und das war ja mein, also jedenfalls in den vielen Jahren, denen ich jetzt in Mannheim bin, zum ersten Mal, dass man so eine Schau gesehen hat, die einfach zeigt, dass Mannheim schon eine ziemlich potente Künstlerszene hat, obwohl das oft ja gar nicht so richtig vorkommt. Ne? Julia, come on! I need a new song! Kunst ist die absolute Basis der Kultur. Das künstlerische Schaffen ist dem freien Denken vergleichbar. Das Einzige, was der Mensch hat, was nichts kostet, er kann ohne wirtschaftlichen Hintergrund oder was auch immer künstlerisch tätig sein, Künstler hinterfragen und geben uns das Gefühl, dass wir die Welt immer wieder neu denken können. Es geht darum, am Puls der Zeit zu sein. Es geht darum, neue Dinge auszuprobieren. Es geht darum, Dinge, die man kennt, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es geht eigentlich darum, den Horizont für sich und für andere zu erweitern. Artscout One hat eine ganze Menge Dinge bewegt und darüber bin ich sehr froh. Was mich auch als Leiterin eines städtischen Amtes sehr freut, ist die Tatsache, dass aus Artscout One heraus Künstlerprojekte entstanden sind. Künstler, Künstlerinnen sind zu uns gekommen und wir konnten in diesem Jahr mit dem Einraumhaus oder auch im Herbst mit King Kong sehr ambitionierte künstlerische Unterfangen mitbegleiten, mit unterstützen. Barbara Rindahl, Andreas Wolf und ich haben letzten Jahr fast zeitgleich eine Petition verfasst mit verschiedenen Forderungen an die Stadt Mannheim, wo unter anderem auch Forderungen darin waren, die danach gerufen haben, einfach diese lebendige Szene hier mehr zu befördern, mehr zu beachten. Und das ist mit Artscout One ein Stück weit schon mal gelungen. Es gab ja bereits Initiativen, die auf die freie Szene aufmerksam gemacht haben. Aber ich glaube, da kamen so zur rechten Zeit ein paar Dinge zusammen. Und dass die Stadt Mannheim in ihrer Absicht, Kulturhauptstadt werden zu wollen, sich jetzt auch sehr stark der bildenden Kunst zugewandt hat, hat, denke ich, auch damit zu tun, dass Artscout die bildende Kunst betont hat und eben einfach mal sichtbar gemacht hat. Es war eine tolle Ausstellung. Die Resonanz, die darauf kam, dann allerdings in der Presse, die war ein bisschen gering. Also wirklich, es kamen Leute aus Frankfurt, die ja eigentlich eine ganz andere Kulturszene haben und waren so begeistert von dieser Halle. Ja, das haben sie noch nie gesehen. Also für die Kunstszene hat die Artscout One einfach eine Tür aufgemacht, glaube ich. Also weg von den ganzen Galerien. Also keiner musste sich irgendwie mit einer Galerie abgeben. Es war komplett autonom in dem Sinne, dass es sich auch nicht um Verkaufen groß gehandelt hat, sondern eigentlich eher um Präsentieren und auch Räumlichkeiten in Mannheim zu präsentieren, die man sonst einfach nie sehen würde. Dass man sieht, es gibt hier genügend und interessante bildende Künstler. Dafür war das Event einfach gut. Viele, glaube ich, haben jetzt sich entschieden, weiter Kunst zu machen. Also nicht aufzuhören, sondern ja, das bringt was, hier ist was, hier entsteht was, es gibt eine Kommunikation. Ich habe
ganz mehr Künstler in Mannheim kennengelernt, einige, die ich vorher nicht kannte. Das fand ich total schön, also da mal was mitzubekommen, wie die arbeiten. Ja, war schon gut. Be happy for me. I'll be home come sundown in the land where I'm free. Though you think you're alone, by your side I will be. Don't be sad, be happy for me. Be happy.